Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute ein Spind-Update, weil da hat sich sehr, sehr viel verändert. Ich muss sagen, hier, das ist nicht aufgeräumt, also das ist abgefallen. Das hängt sonst immer hier. Da hängen dann meine ganzen Knotenhalfter dran, also das sind diese ganzen hier. Und hier die Stricke, die hängen hier eigentlich, aber da sind sehr viele noch hinten beim Paddock. Also das hier muss ich noch aufräumen. Ich muss generell nochmal mein Zimmer aufräumen. Aber ja, die Pony stehen gerade nicht im Stall. Ja. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich in diesem Video noch einen Haul drehe. Ihr seht es hier jetzt schon. Den zeige ich euch gleich, weil da ist was Neues in meinem Spind und deswegen, ja. Und ich habe diese Haken hier bekommen und die sehen so aus. Und da habe ich hier die Halfter immer dran gehangen, also die Halfter, wow. Also hier ist das von Sunny, Fokus, mit einem Engel, wo mein Geburtsdatum draufsteht. Also jetzt nicht welches Jahr, aber 12. Oktober. Und so ein Hasen. Ja, das normale von ihr. Dann hier ist das andere von Milky Way. Von meiner Milky. Das ist gerade ein bisschen verdreht. Ich glaube, das ist gerade so, ja. Das hat ihr erstes Halfter gewesen. Dann das von Midnight. Das war sein erstes Halfter. Und das ist Sunnys erstes Halfter. Wow. Hier ist das von, also das kann auch Vanille anziehen. Vanillebille, also Vanilli. Das hier ist das komplette Pferd. Ja, wie gesagt, die sieht man noch schwarz, aber sieht am Pferd richtig süß aus. Das gehört Vanilla und Sunny. Also das gehört eigentlich nur Sunny und das Lila gehört nur Vanilla. Das ist das von Amadeus, der Haken. Der hat hier einmal sein braunes Halfter mit den Schonern hier. Habe ich Berliner gemacht. Und diesen Anhänger. Und darunter hängt sein Fellhalfter. Das hängt so, weil sonst passt das Halfter nicht darüber. Und da ist hier der Anhänger dran. Also die Pferde kriegen jetzt schon nicht mehr ein Fellhalfter an, obwohl es gerade schneit draußen. Aber trotzdem, ich kann es ihnen immer noch anziehen. Ja, deshalb der dran. Hier hängt das. So, hier hängt das, mein Lieblingshalfter, also nicht mein allerlieblingshalfter, aber mit einer meiner Lieblingshalfter. Das ist von Snowy. Das finde ich so schön. Und hier hängt sein Fellhalfter, wo ich das Fell auch abmachen kann. So. So, dann ist hier das vom Prinz der Haken. Hier hängt einmal sein Lederhalfter. Natürlich Kunstleder. Und hier die Kette, fragt euch, hey, was ist das? Ist das eine Kinnkette? Aber wieso für das Halfter? Nee, das ist ein Gebiss. Also da kann man das jetzt durch die Ringe machen an Prinzen Halftern. Und dann kann man mit den Halftern reiten und Gebiss, weil er braucht eigentlich immer ein Gebiss, wenn ich ihn reite, weil sonst ist er sehr, sehr komisch. Und hier ist halt sein lilanes Moosgummi-Halfter, also er hat noch ein braunes Halfter, aber das ist da oben drin, weil wie ihr seht, sind da ganz schön viele Sachen drin. Yes. Und ja. Wenn ich den Spind aufmache, aber ich sitze im Weg, natürlich. Achso, ich habe hier noch Muscheln, das sind so XXL-Muscheln, die sind so riesig, also 3 Stück. Und ja, mit dem weiß ich nicht, was ich machen soll. Und das habe ich vergessen einzuräumen. Upsi. Ach, das stelle ich immer draußen und dann kann ich mir immer Leckerlis nehmen. Obwohl ich auch andere Leckerlis habe, aber egal. Ja, fangen wir hier oben an. Hier ist meine Futterschublade. Hier sind die 2 Futterbehälter. Hier ist mein normales Futter. Hier ist so Zusatzfutter. Das sind einfach so Perlen. Mit so einem Löffel. Also hier ist das normale Futter. Ich glaube, das kennt ihr schon.
Hier sind Leckerlis, da sind echte Pferdeleckerlis drin. Das mache ich jetzt nicht auf. Hier sind so Playmobil-Dinger drin. Und das Playmobil-Ding ist so ein Abmessding. Das ist in so einer Teedose drin. Hier ist Futter zusammengemischt. Also das ist uns runtergefallen, die nach mir. Und dann haben wir es da reingemacht. Das ist nur sein Futter. Hier sind... Krieg das nicht auf. Wartet, ich mach das kurz auf. So, hier sind Perlen drin. Also hier sind Muscheln und Seesterne drin. Und da hinten ist nochmal sowas zum Abmessen. Das ist eigentlich in jeder Futterschale von mir drin. Weil ich das sehr, sehr wichtig finde, dass die Pferde nicht zu viel bekommen. Hier ist nochmal ein Abmesslöffel. Und hier die Möhren in der Schale. Und hier sind Bügelperlen drin. Und das ist auch als Zusatzfutter. Und so ein Abmessding. Okay, die Brotdose hatte ich übrigens früher in der Schule mit. Wow. Hier unten ist eigentlich alles gleich geblieben, außer dass hier noch ein paar Zügel liegt. Und, also braune Zügel. Und hier sind die ganzen Pässe. Ich muss für Sunny noch einen machen. Hier sind immer noch die Glitzersteine und die Bandagen und Zügel und Vorderzeuge und Gärten. Da oben, also die Wände zeige ich euch gleich. Hier ist die Westerntrense, die fast jeden Pferd passt, von Lina. Dankeschön, Lina. Grüße gehen an dich raus an der Stelle nochmal. Hier ist Atlantikas Trense, da ist Atlantikas Halfter, da ist ihre Filztrense. Antons Filztrense, er hat keine andere, und da ist Floras Filztrense. Wow. Hier ist noch eine, achso, da liegt noch ein Haargummi, wow. Hier ist noch das Dings, was ich für Sunny für die nächste Trense als Kinnkette nehme. Ja, es ist so ein Armband, aber ja. Hier ist noch so ein kleines Ding mit so einem Haken drin, der nicht die Griffel hat. Deswegen habe ich den hier reingepackt. Da sind für Vorderzeug oder für mexikanische Unterleger. Hier ist ein schwarzer und hier ist ein weißer. Dann sind hier meine ganzen Fliegenohren. Ja, hier sind meine ganzen Stirnriemen noch. Hier noch meine ganzen Fliegenfransen. Ja, hier unten ist da diese Kiste. Die zeige ich euch aber später. Das gehört zum Hort. Hier sind meine ganzen Fliegenmasken. Die sind von Amadeus, Snow, Prince und Sunny. Die anderen haben Fliegenfransen. Da hinten sind kaputte Vorderzeuge oder Martingeister, auch das von Vanilla. Hier sind die ganzen Schoner. Hier sind Decken und hier ist noch so ein Kalender. Fragt nicht wieso, aber ich habe hier einen Kalender. Und hier sind Gebiss und Gebissschoner und Gebissscheiben und whatever. Und zeige ich euch jetzt hier mal das. Das sieht hier immer so komisch aus, aber sonst geht das hier nicht zu. Und zwar ist hier einmal die gebisslose Trense von Midnight und Milky Way. Also eigentlich von Milky Way, aber die kann auch Midnight anziehen. Hier ist Midnight seine Trense mit den Zügeln hier. Yay. Das Gebiss von Linas Opa. Also danke. Hier ist Milkys Trense. Das Gebiss ist auch von Linas Opa. Also nochmal danke. Mit solchen Zügeln. Hier ist die Trense von Sunny, die englisch kombinierte. Die hat nämlich eine neue Trense mit, also englisch kombiniert wegen den Sperrriemen, freut mich, da ist ein Handtuch. Hier sind die Gebissschoner gerade dran, aber ich habe noch mehr. Und hier ist ein doppelt gebrochenes Gebiss. Ist, glaube ich, meine erste Trense mit doppelt gebrochenem Gebiss. Ach so, und der Stirnriemen ist noch nicht verziert und die Trense ist übrigens schwarz. Sieht zwar schwarz aus, aber die ist schwarz. Und hier natürlich Kinnkette. Yeah. So, hier ist ihre normale englische Trense mit den Zügeln hier und der Kinnkette und ein gebrochenes Gebiss und die ist braun, die Trense. Hier sind Vanillas Trensen, also das sind die zwei übereinander gehangen, weil ich sonst keinen Platz hatte. Der Stirnriemen ist gerade irgendwie kaputt, klebe ich aber nochmal fest. Also einmal ihre Turniertrense mit diesem Gebiss. Ihr wisst ja, Lina weiß ja unser Gebiss hier, ne? Und hier ihre Trainingstrense mit den D-Ring-Stangen-Gebiss. Und hier natürlich auch Stangengebiss.
Auch von Linas Opa die Gebisse. Also echt nochmal danke an Linas Opa. Hier ist Amis Mexikanische mit dem Stirnriemen. Hier hängt er da drauf, weil ich den nicht dran gemacht habe. Hier hängen seine Züge. Er hat jetzt diese roten, weil er hat nicht so einen langen Hals und der braucht doch gar nicht so lange. Hier seine englische, die sind auch so zusammengeknüllt, weil sonst ging es wieder nicht zu. Hier ist Prinz seine mit diesem geilen Gebiss, aber ja, passt mir Prinz. Also Amadeus und Prinz, also die Schilder stimmen nur bei Snow. Eigentlich nicht, weil hier ist Gypsys Trense. Ich reite sie zwar nicht, aber ich gewöhne sie halt an die Trense, deswegen ja. Hier ist Snow seine braune Englisch-Trense mit hier der Schleife. Und da hinten ist seine Englisch-kombinierte, was weiß ich, Trense mit Kinnkette. Ohne unten Nasenriemen, sondern da ist nur die Kinnkette. Nicht so wie bei Sunny, die hat ja noch Nasenriemen und dann eine Kinnkette. Bei Snow ist nur eine Kinnkette. Hier seine mexikanische und seine Zügel. Und ja, hier kommt der kleine Haul. Also ihr fragt euch so, was ist das für eine Kiste? Ich zeig dir das später. Ja, ich hole mal die ganzen Sachen her und dann bin ich wieder da. So, ich bin jetzt wieder da und das ist alles vom Aldi. Also ihr könnt das gerne nachkaufen, wenn ihr wollt. Zuerst habe ich... Wartet, so. Ich filme es mal so rum. Ihr habt es jetzt zwar schon gesehen, aber egal. Statt. Hier ist schwarzes Klett, zwei Packungen. Und hier ist so mit einem weißen Verschluss. Also hat man ein bisschen gratis Klett bekommen. Dann. Ich bin echt aus der Puste. Eins habe ich vergessen, das hole ich gleich mal. Aber erst zeige ich euch das. Und zwar ist das so ein Haken. Manche nennen das Fleischerhaken, manche nennen das Küchenhaken. Und die kann man halt so dran machen und dann kann man hier was aufhängen. Und ich habe das hier dran, also der gehört hier dran. Hier oben habe ich 4 und da unten habe ich 5. Ja, und ich hole mal kurz das. So, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar sind das so, also davon habe ich 2 Packungen. Und da sind das hier Packungen. Ich lege diesen einen Haken dahin. Und zwar ist eine noch leer. Und die hier, die gehe ich mal ganz schnell mit euch durch. Aber ganz schnell. Also hier sind einfach nur normale Schlüsselringe. Nochmal normale Schlüsselringe. Hier drunter sind nochmal normale Schlüsselringe. Da sind normale Schlüsselringe. So, einen etwas kleineren Schlüsselring. Und dann nochmal 4 Herzschlüsselringe. Hier habe ich von der Drahtpackung noch das Ding aufgehoben. Hier ist das von diesem Draht, also der dünne Draht. Und hier ist mein Aluminiumdraht im Blau. Hier ist das pinke Glitzer, das silberne und das goldene Glitzer. Hier sind selbstgebogene Haken. Hier sind Schlüsselringe, da sind selbstgebogene, gekaufte Schneiden. Hier sind, also davon habe ich jetzt echt viele, weil wir kaufen momentan öfters mal die Dosen. Und zwar sind das 5 Stück. Und dann sind hier drunter noch selbstgebogene. Hier sind Büroklammern. Hier ist ein Band von einer Freundin, das habe ich in der Schule bekommen. Also ich glaube, sie weiß, wenn sie das Video sieht, wer das ist. Und ich grüße gerne raus an dich, falls du das Video siehst. Hier ist so ein Band, das ist von so einer Instax-Kamera, der Henkel. Hier sind so Herzenskarabiner, normalen Karabiner. Ich habe noch mehr, aber die habe ich jetzt hier nicht reinsortiert. Und noch Kette. Hier sind die 2 gekauften Gebisse und so kleine Mini-Haken. Hier ist so Glitzer mit hier so goldenen Herzen, silbernen Herzen und hier nochmal ein Holo. Und dann ist hier einfach noch mehr Glitzer. So hier Zickzackband. Hier dann noch so ein Band und noch mehr Glitzer und noch so ein Stein von Lina. Ja, ganz viel halb. Aber auch nicht so interessant. Dann habe ich so ein Druckknopf-Set bekommen. Ja. Die sind halt Druckknöpfe. Und da steht halt drauf, welchen Aussatz ich für welche Größe, also für welches Material benutzen sollte. So. Und dann habe ich so ein Doppelpack von
diesen Kisten bekommen. Die sind echt nicht groß. Also wenn ich mal meine Hand dahin halte, die sind nicht groß. Aber sie sind super praktisch. Und zwar habe ich die Kiste eigentlich so gut wie jeden Tag, wenn ich reite, in Gebrauchung. Und die hier nehme ich mit, wenn ich zu Lina gehe. Dann packe ich da so meine Hobby-Sachen rein. Also zum Beispiel könnte ich da jetzt so die Transe reinpacken und noch einen Halfter. Und blablabla. Das ist so eine durchsichtige. Und da war noch ein Einlegefach dabei. Das ist aber... Okay, ich habe es zu deutsch zugemacht. Die ist aber... Das ist da drin. Das ist da drin, ja. Und hier drin ist meine Putzkiste. Das hier ist das Einlegefach. Ja, ich habe hier mal Glitzer drin. So eine Mini-Packung Shampoo, wo ein Wasser drin ist. Hört man vielleicht. Dann ist hier noch Lippenpflege drin von Altera. Weiß nicht, ob ihr diese Marke kennt. Dann sind hier noch 3 von diesen Haken drin. Und dann sind hier so Stoffreste, die übrig geblieben sind. Einmal so großes und so kleines. Also das ist für die Augen so zum Wegmachen. Und das ist einfach noch für das Gesicht. Ja, das Video geht jetzt auch wieder etwas länger. Es tut mir leid. Dann sind hier noch 2 Haargummis, so pink und weiß. Also das ist hier drin und das da drin. Hier sind noch Leckerlis drin. Hier sind die echten Pferdeleckerlis. Banane, Apfel, Himbeere und hier sind noch diese Perlen. Ich so auch als Leckerlis. Dann ist da noch ein Pinsel drin. Ich weiß nicht, für was ich das benutze, aber ja, ich habe ihn halb da drin. Und den habe ich auch ausgewaschen. Der Glitzer und das waren so ein Glitzer-Tattoo-Set dabei. Und ja. Und jetzt kommt das Beste von meiner Pulskiste, glaube ich. Und zwar ist das ein Rainbow Holo Kamm. Der war von einem Scheren-Set von Amazon dabei. Für Hunde. Aber mein Hund hat schon einen Kamm und deswegen habe ich den genommen. Ja, mein Hund hat nämlich so einen etwas kleineren in mit normaler Metallfarbe. Ja, in so silberhalb. Ja, und wenn ich das rausnehme, sind da so Handschuhe drin. Das sollen so Glanzhandschuhe sein. Was weiß ich. Meine Man-Gummis. Dann sind hier meine ganzen selbstgemachten Bürsten drin. Yay. Und dann ist hier so eine richtig weiche Schuhbürste. Schuhbürsten kann ich euch empfehlen. Weich, also hier ist eine weiche und dann ist hier dieselbe halt nur ein Haar drin, ne? Also hier hört man schon. Und hier? Ja. Ja, aber ich finde beide cool. Und ich sortiere es kurz ein und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe das jetzt zugemacht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Müsst ihr nicht, würde mich aber sehr freuen. Und ich würde dann sagen, tschüss, bis zum nächsten Video.